Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Shimano Display SCE 6010. Und zwar möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr das bedienen könnt und wie ihr in die Einstellungen kommt, um das Ganze zu resetten. Und zwar haben wir hier ganz normal die Einschaltknopf. Bei Shimano muss man hier 2-3 Sekunden draufbleiben, damit das System einschaltet und wieder ausschaltet. Dann haben wir hier den Lichtknopf, den wir drücken können, und sobald hier oben das Licht angezeigt wird, ist das Licht hier auch aktiviert. Dann ist es so, dass wir hier ja den Radius haben, und manuell heißt, man fährt selber. Sobald man hier auf Eco geht, sieht man eigentlich die Reichweite, die man mit dieser Unterstützungsstufe erreichen kann. Gleichzeitig haben wir hier die Infotaste, wo wir alle weiteren Infos abfragen können. Jetzt gibt es aber natürlich noch die Möglichkeit, ins Menü zu gelangen. Das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Da geht es darum, dass man alles außer den Radius und den Gesamtkilometer resetten kann. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, über diese zwei Tasten hier ins Menü zu gelangen. Also gleichzeitig Plus und Minus für die Unterstützungsstufe wählen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, auch wieder nach unten Uhrzeit, Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit, Signal, Einheit, Sprache, Farboptionen, alles auszuwählen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne schreiben. Sonst, wenn ihr immer wieder News haben möchtet, könnt ihr gerne auch meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen und wünsche euch viel Spaß beim Aufsuchen eures E-Bikes. Unters haben wir hier Beenden, kann man einfach auf Beenden gehen und wieder hier bestätigen, und dann ist man beim Menü wieder draußen.